Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei timetodo.ch. Die Sendung, die Sie heute sehen, haben wir heute am Mittag aufgezeichnet. Das war aus Termingründen nötig, aber wie Sie wissen, alle unsere Sendungen laufen im Live-Modus, geschnippelt und geschnitten wird irgendwo anders, nicht bei uns. Das Thema heute ist ein spannendes Thema und ein Thema, wo eigentlich eine Stunde gar nicht reicht, wo wir eigentlich stundenlang drüber reden sollten, um zu verstehen, was da eigentlich im Hintergrund passiert. Zwei Menschen bei mir heute im Studio. Eine bin ich ganz, ganz froh, dass sie den Weg einmal gefunden hat über die Thematik. Aber sie war seit Jahren in den Medien bekannt, bis sie irgendwann in Ungnade fiel. Dieses aber mit sich trägt und heute auch in der Öffentlichkeit genau ihre Erfahrungen und alles das, was sie in dem Laufe ihrer Medienkarriere gesehen hat, das vermittelt und sich einsetzt, um die Möglichkeiten, die uns Menschen zur Verfügung stehen, zu verbessern. Und dann ist bei mir nicht nur Eva Hermanns, sondern auch Marco Yoshilo? Ja. Marco Yoshilo, der Autor des Buches, was ich hier in der Hand halte, wie Medien Krieg machen. Eine Thematik, wenn Sie sich an die anderen Bücher erinnern, die ich bereits vorgestellt habe, wenn Sie sich an Berichte erinnern zum Thema, wie werden Nachrichten gemacht, warum heißt das Nachrichten? Und wie werden Informationen uns übermittelt? Wenn wir so ein paar Sachen uns angeschaut haben in der Vergangenheit, das Thema Ukraine-Konflikt, Sie kennen die Berichte im Vergleich Russia Today zu den Nachrichten, die wir hier in Europa so gezeigt kriegen. Wir haben Ihnen schon Informationen gezeigt, CNN im Vergleich zu Nachrichten aus der Schweiz oder aus Österreich und so weiter. Wie Medien Krieg machen. Erstmal wird natürlich jeder sagen, ja, das können die doch gar nicht, die haben ja gar keine Waffen. Aber ich glaube, darauf kommt es gar nicht an, weil die Medien eine Macht darstellen. Jetzt will ich mal den Marco fragen. Marco, wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen? Wo kommst du her und wie kann man sich mit so einem Thema beschäftigen? Ich bin eigentlich Ex-Jugoslawe, in Bosnien geboren und wurde ein deutscher Journalist. Und als Journalist wurde ich nach Belgrad, das war mehr Zufall. Mhm. Und zwar nach Belgrad geschickt, weil für Balkangebiete ist bayerisches Fernsehen zuständig. Und ich habe gearbeitet beim WDR in Köln. Und mein ehemaliger Chefredakteur oder Redaktionsleiter hat gesagt, mir ist komisch, wie die Leute von Wien aus berichten, was da auf dem Balkan los ist. Ich brauche einen Mann in Belgrad, der mir von da unten berichtet und sagte, ja, das sind deine Landsleute, du sprichst die Sprache, vielleicht kriegen wir was raus, weil ich schon in meinen Berichten aus Jugoslawien, aus Ex-Jugoslawien, schon einige Jahre zuvor berichtet habe, dass es zu blutigen Krieg kommen werde, weil ich habe einfach die Situation beobachtet, habe gesehen, wie sie die schon in Medien, die einzelnen Nationalitäten gegenseitig bekämpfen. Und so kommt man auch zum Thema. Okay, ich will mal zur Eva gehen. Eva, erst nochmal vielen Dank, dass du gekommen bist. Du hast natürlich ein großes Spektrum von Leuten, die dich sehen wollen, mit dir sprechen wollen, wo du auch tätig bist und so weiter. Man sieht dich ja auch oft im Internet und auf Veranstaltungen. Diese ganze Thematik, du warst ja lange, wie lange warst du Tagesschausprecherin? 18 Jahre. Wow, das ist ja schon mal, da muss ich ein bisschen Gas geben, ne, bis ich mir so lange geschafft habe. 18 Jahre. Irgendwann hat sich das getrennt, wurde schon lange behandelt, wissen alle. Heute habe ich so den Eindruck, dass du die Thematiken viel intensiver angehst. Liegt es in der Erfahrung, die du in deinen 18 Jahren mit der Tagesschau gemacht hast, oder ist es so eine Zeitentwicklung? Nein, also das Ausscheren aus dem System 2007 hat sehr entscheidend damit zu tun gehabt, dass mein Blick sich geändert hatte. Ich war praktisch für das System so nicht mehr tragbar gewesen, weil ich das System zunehmend durchschaut hatte und meinen eigenen Irrtum feststellen musste, dem ich unterlegen war. Nämlich, dass ich in einem Informationssystem arbeitete, welches ich heute nicht mehr unterstütze. Und Marco Yoshilo beispielsweise war ARD-Reporter in Jugoslawien, im Jugoslawienkrieg,
im Bombenkrieg unter anderem, während ich abends um 8 Uhr in der Tagesschau in Hamburg saß und für 12 Millionen Leute die Nachrichten vorlas, was sich aber diametral zu dem unterschied, was Marco vor Ort erlebt hatte. Und so kamen wir zusammen, Marco und ich kamen oft als Journalistenkollegen ins Gespräch und Marco berichtete mir über das, was er da erlebt hatte und sagte eben, er werde darüber ein Buch veröffentlichen. Und deswegen ist auch auf diesem Cover vorne dieses Foto drauf, nämlich ein Bild von mir damals in der Tagesschau während einer Meldung, die ich verlas über den Jugoslawienkrieg. Und da ich dieses Buch gut kenne und das Vorwort dafür auch geschrieben habe und großen Respekt vor Markus Leistung habe, kann ich natürlich heute auch einschätzen, was ich damals in der Position als Tagesschausprecherin gemacht habe und was ich heute eben nicht und nie mehr unterstützen würde. Marco weiß es selber, es wird wahrscheinlich in den öffentlichen Medien so viel Unwahrheit gesagt, wie die Menschen sich das draußen nicht vorstellen können. Und während ich 18 Jahre im System gearbeitet habe, hätte ich mir das auch nicht vorstellen können. Aber wenn wir heute alleine die vielen Falschmeldungen im Ukraine-Krieg, Ukraine-Krieg sehen, der sehr vergleichbar ist mit dem Jugoslawien-Krieg, dieselben Mechanismen, dieselben falsch verwendeten Bilder, dazu soll Marco bitte gleich was sagen, dann weiß ich auch, warum Marco dieses Buch genannt hat, wie Medien Krieg machen. Denn es sind tatsächlich Meinungsschürereien, Propaganda at its best, die eingesetzt werden, ganz vorsätzlich, leider gleichgeschaltet. Und die meisten Leute zu Hause, die dann abends da die Nachrichtensendung einschalten, glauben das, wissen aber nicht, dass vieles davon so, wie es dargestellt ist, eben nicht sein kann. Vielleicht kann Marco mal was gerade dazu sagen. Einen Satz einfügen, genau das ist ja der große Punkt. Also der Zuschauer muss dann sehen, theoretisch hast du, ich sag mal in Anführungszeichen, die Staatsmeinung verkündet, die über die Redaktion vorgegeben. Als Nachrichtensprecher musst du das sagen, was du vorgelegt kriegst. Du kannst ja nicht sagen, nö, das sage ich nicht. Du hast quasi die in Anführungszeichen Westmeinung verkündet. Und du hast die Realität dazu in Belgrad erlebt. Genau. Und dann gibt es natürlich große Differenzen. Klar, du hast vorhin Ukraine angesprochen, da sehen wir Syrien, Libyen, können wir immer wieder Irak, egal wo ich hingehe. Norbert, wir können ja jetzt sehen, dass das öffentlich-rechtliche System in Deutschland beispielsweise durch die Zuschauer, durch die zunehmende Aufklärung der Zuschauer, die unter anderem durch Sendungen wie diese hier stattfindet, sich nicht mehr einverstanden erklären mit dem, was passiert, sondern eben an die Redaktionen schreiben, sich beschweren, sodass ein Thomas Roth von den Tagesthemen oder ein Klaus Kleber von der Heute-Sendung Coram Publico dastehen und sich jetzt immer öfter entschuldigen müssen für Falschmeldungen, für Falschinformationen. Das war zu der Zeit von Marco noch nicht so, aber dieses Buch beschreibt einen Krieg mitten in Europa, der von den Medien geschürt wurde. Mhm. Und was ich spannend finde, Marco, vieles von dem, was du auch recherchiert hast, wurde gar nicht gesendet. Das sind verschiedene Arten, wie sie die Journalisten überhaupt in so einen Konflikt engagieren. In Jugoslawien habe ich zuerst erlebt, die Leute, die zu bestimmten Nationen, ob es Serben, Kroaten oder bosnische Muslime, die sie praktisch für ihre Nation engagiert haben. Also sie waren nicht bezahlt, aber aus dieser nationale Zugehörigkeit, da haben die absichtlich gelogen, weil nach dem Zerfallen des jugoslawischen gemeinsamen Fernsehprogramms, das ähnlich der ARD-Schema war, war ich unten vor Ort und habe gesehen, dass aus 7 verschiedenen Fernsehzentren 7 Wahrheiten zu einem Ereignis gesendet wurden. Das heißt, jeder 7 Wahrheiten. Sieben verschiedene Wahrheiten und jeder behauptete, er hätte die Wahrheit. Später, als der Krieg ausbrach, dann habe auch die Journalisten erlebt, die Geld kassiert haben, um zu lügen, absichtlich zu lügen. Also gekaufter Journalismus. Das sind gekaufte Journalisten, allerdings das ist nichts Neues, weil während des Studiums in Dortmund, wir hatten mal Seminare über Propaganda überhaupt, über Werbung, über Propaganda. Und mein ehemaliger Professor Kostschek sagte zu mir, da kommt die Zeit, wo die Wahrheit
die Wahrheit gelten wird, die am meisten bezahlt wird. Und ich habe damals so als junger Student gestutzt und ich dachte mir, das kann nicht passieren. Aber später im Nachhinein habe ich festgestellt, dass die Leute tatsächlich Geld bekommen haben, dass sie lügen. Was noch schlimmer war, das war auch die Zensur. Und das heißt, im fernen Deutschland glaubten die Leute in Redaktion oder wahrscheinlich, weil sie durch politischen Einfluss schon bereits vorgefasste Meinung hatten, was sie da unten abspielt. Sie glaubten besser zu wissen, wer unten wen tötet, statt ich, der sie da, sagen wir mal, an der Frontlinie direkt vor Ort war, der sie direkt an der Frontlinie befindet. Und das waren alles so Gründe, die sie auch heute abspielen. Wir haben jetzt Anfang November oder am letzten Oktobertag die Meldung gelesen im Internet, dass in Donbass-Region ca. 300 junge Frauen ermordet wurden. In der Ostukraine. In der Ostukraine. Ja. Und die hoch bezahlte und hoch dekorierte WDR, weil ARD praktisch Korrespondenten kommen vom WDR, Westdeutscher Rundfunk, besetzte Studio in Moskau und ist zuständig auch für die Ukraine. Und die Korrespondentin redet nicht von dem oder zumindest stellt das als Vermutung und geht hin, um zu recherchieren, was hinter dieser Wahrheit ist, sondern plappert uns, was der Medienvertreter der ukrainischen Regierung gesagt hat: Ah, die russischen Panzer sind wieder einmarschiert. Mittlerweile, ich weiß nicht, wie oft haben sie schon gemeldet, dass die russische Armee in Südosten der Ukraine einmarschiert ist, um die Aufständischen zu unterstützen. Wo sind die Beweise, wo sind die Belege, wo sind die Bilder? Also wir haben nichts, aber trotzdem unsere westlichen Korrespondenten behaupten, die Russen sind einmarschiert. Und das ist wahrscheinlich auch, was den Putin ärgert. Klar, wir befolgen das ja sehr gut. Ich weiß nicht, Russia Today hast du sicherlich auch mitverfolgt, diese Petition, die da aufgerufen wurde. Mittlerweile schon über 30.000 Unterschriften und seit 10 Tagen senden sie in Deutsch. Ne? Jetzt gibt's Russia Today auch auf Deutsch. Natürlich möchte ich nicht sagen, dass die Wahrheit wahrer verpacken wie andere Medien. Jeder hat seine Befindlichkeiten. Heute gibt es ja so den freien Reporter, wie man das so aus Urzeiten kennt, gibt es ja quasi so gar nicht mehr. Heute gibt es Medienkonzerne. Und allein schon, wenn ich dieses Wort höre, sage ich: Leute, was steht hinter Konzern gleich als Zweitwort? Geld verdienen. Ein Konzern ist eine Profitgeschichte. Ich mache ja keinen Konzern, dass ich einen Konzern habe, sondern ich will damit Geld verdienen. Also, da hängt schon mal der erste Punkt. Und dann ist es so, staatliche Organisationen in den Medienlandschaften, wie, was weiß ich, ARD, ZDF, SRF hier in der Schweiz oder ORF in Österreich. Ja, ist ja ganz klar. Da ist ja der Staat der das Geld gibt. Ich meine, das ist ja auch so eine Geschichte, die man längst aufhören müsste, dass einzelne Sender der Staat der Kassierer macht und denen das Geld in den Rachen schmeißt und die dann mit einem Riesenaufwand die Staatsmeinung verbreiten. Das ist für mich Manipulation, hat mit Nachrichten oder mit Informieren nichts mehr zu tun. Warum? Weil ein Staat natürlich nur das veröffentlichen wird, was zu seinen Gunsten ist. Niemand geht hin, wenn du Unternehmer bist, gehst du auch nicht hin und sagst: Oh, unser Produkt ist aber Mist, das will ich gar nicht verkaufen. Nein, du lobst deine Dinge und so macht es der Staat natürlich auch. Ich glaube, die Eva kennt auch solche Fälle, da Staat steht mit Geld dahinter, aber da sind PR-Agenturen, die sich mit Medien oder mit Nachrichtenverarbeitung befassen. Und ich habe zum Beispiel in Bosnien, auch im Jugoslawienkrieg allgemein erlebt, dass Filmbeiträge aus mehreren Wochen oder Monaten zusammengetragen wurden, zusammengeschnibbelt wurden und je nachdem, wer das bezahlt hat. Wir haben diese amerikanische PR-Agentur Radar und Film, die seit Beginn der 90er Jahren von kroatischer Regierung, dann anschließend von bosnischer und am Ende von Kosovo-Albanien, jeweils mit einer Summe um über 1 Million Mark damals bezahlt wurde. Und die haben die Meinung einmal für die Kongressabgeordnete des amerikanischen Senats gemacht und einmal für die Weltmedien. Und das beste Beispiel, ich kann mich immer noch ans Datum erinnern, am 5. September 1991, da sendet ZDF abends um 19 Uhr ein kurzer Bericht aus Kroatien: Ja, die Serben haben da 5, 6 Kroaten abgeschlachtet.
Und ich sehe die Bilder und habe mich gewundert, weil ich zwei Wochen in etwa zuvor diese ermordeten Männer einmal bei der Durchfahrt in Ostslawonien gesehen habe. Das waren die ermordeten Serben, weil ein serbisches Dorf wurde von den Kroaten niedergemetzelt. Und als ich damaligen Informationsminister von Milosevic in Serbien angesprochen habe, ob er das gesehen hatte, was im ZDF da für Propaganda oder beziehungsweise ja. wie ein Bericht verfälscht wurde, gesehen, sagte er, das, was ich nicht sehe, interessiert mich nicht. Aber das war falsch, weil im Prinzip diese Agentur hatte Material, schlichte, zum Beispiel am Ende der Reportage waren sogar, wie gesagt, die Reportage am 5. September, ja. am Ende des Beitrags waren einige Fahrzeugkolonne und ein paar Toten aus Westkroatien, aus Kninska Krajina. Das heißt, Bilder, Filmbilder oder Ausschnitte, die mehrere Monate alt waren und die wurden praktisch als News oder als Nachrichten des Tages verkauft. Und so lief das praktisch die ganze Zeit. Jetzt hast du ja einen Satz auf deinem Buch hinten vor dem Infotext, der da heißt, wenn es die Medien nicht gegeben hätte, dann wäre vermutlich es nicht zu diesem blutigen Krieg gekommen. Ich meine, das ist natürlich eine richtige Kampfansage, denn das würde ja bedeuten, dass die Medien heute die Macht haben, Kriege zu entfachen. Nicht nur, dass die Macht haben, die Medien haben auch Waffen. Weil du sagtest, die Medien können keinen Krieg führen, können wohl. Weil ich hatte mal in einer Reportage geschrieben, als die Journalisten anfingen, sie mit Giftpfeilen in Medien zu beschießen. Weil ein Wort, falsch dargestelltes Wort, kann genauso wie eine Granate solche einen Konflikt Wirkung, heraufbeschwören. Ja. Konflikte heraufbeschwören. Und von daher denken wir, die Medien haben die Macht, weil die erreichen die Massen. Und die Massen natürlich leiten sie nach den Medien. Und wenn einmal die Lunte gezündet wurde, dann ist der Konflikt schnell da und die Leute fangen an, sich gegenseitig umzubringen. Es heißt ja immer, die Medien seien die vierte Macht, was ich nicht glaube. Ich glaube, dass die Medien die zweite Macht sind. Mhm. Ne? Also die Konzerne, du hast es gerade gesagt, die Konzerne, es sind immer die Konzerne, in deren Auftrag, in deren Interesse gehandelt wird und sämtliche Entscheidungen auch getroffen werden müssen, egal ob von den Politikern oder eben von anderen Unternehmern oder eben von den Medien. Das heißt, die Konzerne stehen ganz oben als Auftraggeber. Man kann sie auch das Finanzsystem nennen. Und direkt darunter sind die Medien. Denn die Medien werden orchestriert von oben. Und die Medien wiederum orchestrieren alles weitere. Also Medien sind ja in der Lage, auch den einen oder anderen Politiker fertig zu machen oder zur Strecke zu bringen, wenn das gefordert wird von oben. Sie sind aber auch in der Lage, ganze Unternehmen kaputt zu machen. Sie sind auch in der Lage, ganze sozial funktionierende Systeme umzustürzen. Also nehmen wir mal die Familienpolitik, nehmen wir die Sexualisierung der Kinder in den Kindergärten und Schulen, wo zum Glück endlich jetzt die Leute aufwachen. Ich rede seit 10 Jahren darüber, wie gefährlich das ist. Reden wir von der Auflösung der Familie? Wenn wir jeden Tag in den Nachrichten hören, die Karrierefrau ist gefragt und die kann ihre Kinder schon mit 6 Wochen in die Krippe abgeben. Ne, das ist jetzt der Zeitgeist. Dann stehen viele Leute da und sagen, ja, wenn das jetzt der Zeitgeist ist, die denken, der Zeitgeist ist etwas Übergeordnetes, was uns zwingt, dem folgen zu müssen, anstatt wenn es unsinnig ist, dem etwas entgegenzusetzen. Die Medien waschen uns aber so lange das Gehirn oder sagen wir andersrum, verunreinigen so lange unser Gehirn, bis wir glauben, wir drei vielleicht nicht, aber viele andere, dass das richtig ist. Man muss eben eine Lüge nur oft genug wiederholen, bis sie dann zur angeblichen Wahrheit wird. Das sind ja gerade diese Sätze. Das ist auch Prinzip praktisch aus dem Dritten Reich von Josef Goebbels, der mal gesagt hat, wenn man eine Lüge 5 oder 6 Mal ausspricht, dann fangen die Leute an zu glauben und das wird zur Wahrheit. Also so haben wir auch Beispiel, was die Medien machen können. Wenn ein Politiker in einem Land jemandem nicht gefällt, wir haben das in Serbien erlebt, dass Milosevic über Nacht mit Hitler, dass die Serben mit SS-Schergen verglichen wurden, dass die Gefangenen
Orte, die auch Moslems, Kroaten hatten auch alle Gefangene, aber nur die Serben hielten KZs. Also nach diesem Schema, weil die Serben wurden... kann ich mich an diese Bilder erinnern, wo dann so Ausgemergelte dahinter, genau, so Stacheldrahtverhau, genau, wie man das aus den Bildern vom Dritten Reich kennt. Im Prinzip, hinter Stacheldraht stand Kamerateam. Die Leute standen frei auf der Wiese. Nun wurde von der falschen Seite gefilmt, wurde falsch verkauft. Aber im Prinzip, wir erleben es auch jetzt in der heutigen Situation in der Ukraine. Ja. Da wird plötzlich bei uns in den Medien auch Putin als Faschist bezeichnet und wird so, über Nacht wird ein Staatsmann, so auch mit Gaddafi. Und dann Saddam Hussein, da wurden die alle öffentlich hingerichtet. Dann fragt man sich, wohin führt das, dass die Leute, die bis gestern noch mit höchsten Politikern, also ob das von der amerikanischen oder von der sowjetischen Regierung damals oder der russischen Regierung war, speziell Slobodan Milosevic, der bei allen willkommen war, über Nacht wurde der zum Hitler. Aber das ist, wie gesagt, alles im Interesse und weil da viel, dahinter viel Kapital, viel Geld steckt. Also das ist eigentlich, ich glaube, falscher Weg, wohin die Medien führen. Das ist, ich glaube, man kann also aus dem Buch von Marco, kann man die Mechanismen genau enttarnen, wie sie im Moment auch jetzt ganz aktiv sind in Sachen Ukraine, Russland, EU, Washington. Nicht? Auch dieser Krieg ist auf sehr ähnliche Weise zustande gekommen. Gleiche Interessensvertreter hinter den Kulissen natürlich, Washington, genauso wie jetzt in der Ukraine. Und Marco hat das sehr schön rausgearbeitet. Was ich spannend finde, du kanntest ja Herrn Milosevic, Herrn Karadzic, Herrn Izetbegovic alle persönlich. Das heißt, du hast ja verschiedene Meinungen damals zu dieser Situation gekriegt. Ja, damals waren sie noch nicht so die große Nummer. Weil nach dem Titos Tod existierte irgendein kollektives Präsidium und die alle hielten sich so an der Waage, keiner ragte so heraus. Und auch zum 91, man hielt sie für Nationalführer und als sie über Zukunft Jugoslawiens machten, das war im Prinzip nur Reise, ich habe es einmal gesagt, sieben Clowns, halten 20 Millionen Publikum zum Lachen, weil und ein, kann mich noch erinnern, in einer Reportage sagte mir ein Mann in Sarajevo, ein Bosnier, ich hoffe, die werden hier oben im Flugzeug so lange fliegen, bis sie einigen, was aus Jugoslawien wird. Wenn sie sich nicht einigen, soll Flugzeug abstürzen. Die waren nicht, gar keine dumme Methode, sollte man mal drüber nachdenken. Die waren nicht so angesehen, aber die Dynamik der Politik und des Krieges hat aus denen die Persönlichkeiten gemacht, so dass man später natürlich nicht mehr an die herankam. Aber am Anfang war er mit Milosevic, mit Karadzic persönlich. Karadzic hat oft gefordert, dass sie in der Republik Srpska nach Bosnien reinkomme, dass man da berichtet, weil er wurde von der britischen Reporter oder von der britischen Reporterin zweimal versetzt. Er hat sie eingeladen und glaubte in besten Absichten, sie würde die Wahrheit berichten. Hm. Aber im Prinzip, gerade wo wir dieses KZ oder Gefangenenlager der Serben in Ternopolje bei Prijedor erwähnt haben, Kamerateam stand vom Zaun, die Leute standen auf der Wiese. Und da wurde Bild verfälscht, aber wie gesagt, wenn man einmal sagt, du bist Faschist, oder wenn man sagt einmal, das sind die Mörder, und mehrfach wiederholt, alle spätere, sagen wir mal, was weiß ich, Beteuerungen, dass nie die Wahrheit ist, das gilt nicht, weil bei den Leuten die erste News, erste Meldung bleibt haften. Auf die zwei Dinge möchte ich mal eingehen. Also einmal ist es ja so, wir sind ja hier im Prinzip da, um aufzuklären, im wahrsten Sinne des Wortes, die Leute nicht einseitig orientiert in einer Fantasie hängen zu lassen, die da Gut und Böse aufteilt, sondern solche Bücher, solche Tätigkeiten, die Sendung hier, alle diese Dinge führen ja dazu, dass die Menschen andere Informationen zum gleichen Thema bekommen, um entscheiden zu können, was ist jetzt die Wahrheit. Ja. Geht es nicht in die Richtung, und das frage ich vielleicht dich explizit, dass wir über diese Neuentstehung von Informationsmedien einfach immer mehr Menschen ansprechen und die sagen, hoppala, wieso wird da das gesagt und da das?
Aber muss ich den Menschen nicht die Zeit lassen, so wie wir uns irgendwann über den rasenden Reporter an Zeitungen und Medienkonzernen gewöhnt haben? Ich glaube, so brauchen wir auch eine Zeit, um das wieder runterzubrechen und einfach zu sehen, eine Zeitung ist ein Public-Organ, das für Interessen genutzt wird. Das müssen wir nur verstehen. Wenn wir da wegkommen, dass Medien die Wahrheit sagen, wenn wir da diesen Glaubenssatz, glaube ich, mal streichen können in unserem Kopf, ich glaube, dann wäre schon ein großer Schritt erreicht. Ich glaube, man darf es nicht ganz so pauschal machen, weil wir haben jetzt hier über die öffentlich-rechtlichen Sender gesprochen. Da gibt es ja durchaus auch Sendungen, die da hin und wieder ausgestrahlt werden. Ohne Zweifel. Die großartig sind. Mhm. Ne? Du arbeitest ja auch hin und wieder noch bei Arte oder so. Und da gibt es schöne Wissenschaftssendungen, andere Dinge. Ich denke, jeder muss selbst prüfen. Das ist die Zeit der Selbstverantwortung jetzt. Wie du richtig sagst, es gibt ein größeres Angebot, nicht mehr nur einseitig, sondern mehrseitig. Und wir haben das Internet, in dem jeder praktisch zum Hobbyjournalisten werden kann. Und wer sich anfängt, da reinzubegeben und eben nicht nur die einschlägigen Mainstream-Medien liest, sondern alternative Portale besucht, der sieht dann plötzlich, der Gaddafi war ja gar kein Diktator, der hat es ja richtig gut gemeint mit seinem Land. Saddam Hussein hatte ja gar kein Giftgas, das war ja eine Lüge. Der syrische Präsident Assad ist ja gar kein Totschläger, sondern sein Volk liebt ihn ja. Der Putin ist ja gar kein Diktator, der hat ja vielleicht sogar in manchen Punkten recht. So, und jeder kann jetzt, oder der Jugoslawienkrieg ist ja ein vom Westen entfachter Krieg, ne? Das ist ja ein riesen Politikum. Ach, da sind wir ja falsch informiert worden. Und jetzt liegt es an einem jeden selbst, wie groß sein Interesse ist, wo sein Interesse ist, und da kann er selber forschen. Und ich denke, das ist die Stunde der Wahrheit, in dem jeder prüfen kann und sich sein eigenes Bild machen kann und dann auch weiß, an wen er sich wendet und wo er seine Informationen herholt. Es kann ja auch sein, dass es mal in den alternativen Medien Informationen gibt, wo man sagt, naja, ist vielleicht nicht so meins. Das heißt, jeder selber ist gefordert. Ich muss dich unterbrechen. Wir müssen ganz kurz in die Werbepause gehen. Nach der folgenden Werbung werden wir nochmal auf die Inhalte des Buches im Einzelnen eingehen. Vor allen Dingen Srebrenica dürfte bei vielen noch ein Begriff im Kopf sein, der uns in die Richtung dieser ganzen verfälschten Informationen treibt. Da wollen wir nochmal genau nachfragen. Wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung. So, sind wieder zurück bei Time to Do. Heute bei mir zu Gast Eva Hermanns, eine Frau, die seit 18 Jahren in den Medien zu Hause war, in den öffentlich-rechtlichen Medien, dort gesehen hat, wie die Dinge laufen, sich entschieden hat, einen anderen Weg zu gehen, heute als kritische Journalistin, als Moderatorin von interessanten Veranstaltungen ihren Weg gefunden hat, den Menschen Aufklärung und Information zu bringen, hinter denen sie stehen kann. Und der Marco, jetzt muss ich wieder gucken, Marco Josic. Josilo. Wie Schweiz, Josch. Genau. Journalist, jahrelang auch für Öffentlich-Rechtliche tätig, auch heute noch, und der Autor dieses Buches, wie Medien Krieg machen. Du als Jugoslawe, sag ich mal in Anführungszeichen, als Ex-Jugoslawe, warst ja quasi durch deine Nationalität mit Betroffener irgendwo, wenn das Volk, du bist in Bosnien geboren, dann glaube ich in Serbien gelebt oder umgekehrt, auf jeden Fall mitten involviert in die Thematik, mitten involviert. Wie ist es denn für dich gewesen, mal so ganz persönlich? Für mich war früher als Kind, wir haben das ja so gelernt in der Schule, Jugoslawien, dass da unterschiedliche Gruppen lebten, Serben, Bosnier, Kroaten, das hat man ja mal mitgekriegt, aber es war Jugoslawien. Jetzt ist man ja auch ein Teil dieser Gemeinschaft geworden. Als diese ganzen Dinge hochgekocht sind und es immer mehr diese Sticheleien gab und diese Themen, die man da in den Medien gelesen hat, Wie fühlt man das denn selbst? Weißt du, wir sind ja Außenstehende, du bist ja mit deinem Volk auch mit betroffen. Wie fühlt sich das an, wenn man Jahrzehnte zusammengelebt hat und plötzlich dort, wie gesagt, diese schlimmen Dinge passiert sind und hier Gemetzel und dort Massaker und hin und her? Wie ist das so? Wenn ich speziell anspreche, mein direkter Weg da nach einer Reise in die Mongolei, nach Jugoslawien, wo ich dann aus drei Monaten fast 14 Jahren geblieben bin,
Das war schon eine andere Situation. Dieser Weggang war wie zum Picknick zum Beispiel. Weil ich dachte mir, Krieg könnte es geben, aber das sind deine Exzellenzleute, kennst die Sprache und wir sie schon da lavieren können. Aber wir wussten auch von Anfang an nichts, was uns erwartet. Ich habe allerdings vorher schon viele Jahre Reisereportagen aus Jugoslawien gemacht. Und habe ich schon vorher gewusst, dass es nicht Gutes wird, vor allem nach Titos Tod, dass das Land immer mehr auseinanderdriftete, auseinanderflog. Und vor allem mit diesen Nationalführern und mit der Entstehung der Nationalparteien. Also da gab es keine so in diesem klassischen Sinne Parteien, demokratische, liberale, konservative, wie hier im Westen, sondern gab es serbische, muslimische, kroatische, was weiß ich, montenegrinische Partei. Und die waren auch irgendwie noch religiös. Und sehr nationalistisch auf ihre eigene Nation. Auf ihre Nation und praktisch, wo die anderen Nationen keinen Platz hatten. Und von daher waren praktisch schon Konflikte vorprogrammiert. Ja, und am Anfang wirklich, also als, auch mit meinem Kamerateam, als wir da bei ersten Geplänkel oder bei ersten Kämpfen fuhren, das war wirklich, also wir machen einen Ausflug, wir fahren mal nach Vukovar oder wir fahren mal nach Plitvice, nach Kroatien und da geht man hin und dann später, jedenfalls hatte ich Schwierigkeiten bekommen, Leute zu finden, mit denen man Picknick machen kann an der Front. Weil spätestens im Juli, als die drei russischen Journalisten oder Kamerateam mit einem russischen Journalisten verschwand und nicht mehr wieder aufgefunden wurde, dann wurde es Leuten bewusst, also man geht nicht nur hin und schaut, wie sie die Idioten gegenseitig kriegen und bekloppen, sondern man kann auch persönlich umkommen. Und da kam dieses Problem, wo ich dachte, mein Gott, wo kriege ich jetzt Kamerateam? Ab und zu mal musste man irgendeine bekannte Freundin, was weiß ich, mitnehmen, auf hohen Haxen, dass sie mit an die Front geht, weil die Kameraleute weigerten sich einfach, dorthin zu gehen. Und von daher ist wahrscheinlich auch verständlich auch die Reaktion meines ehemaligen Redaktionsleiters, der mich nach Belgrad geschickt hat, und weil er sich gedacht hat, wie können die Leute, die in Wien sitzen, in einem Café und von Wien aus berichten, was da auf dem Balkan passiert, wenn sie sich nicht dorthin wagen. Ja. Und das war eigentlich der Grund. Aber ja. Jetzt zwei Themen, wo es mir darum geht, ist zwei Stichworte. Einmal Srebrenica. Mein, was der Westen erfahren hat, ist, die bösen Serben haben dort das Ganze eingekesselt und haben da alle Muslime, Bosnier, was auch immer, alle, die da ihnen im Wege waren oder in eine andere Ethnik oder Religion gehörten, haben die da niedergemetzelt. Wie war es denn wirklich? Das weiß ich auch nicht, weil, wie Eva erwähnte, die Journalisten müssen Verantwortung tragen. Und wir leben in einer Zeit von verantwortungslosen Journalisten und verantwortungslosen Politikern, die genauso handeln, weil man kann nicht etwas behaupten, was man nicht gesehen hat, wo man nicht vor Ort war. Man kennt es nur von Hören und Sagen. Mhm. Aber speziell zu Srebrenica kann ich nur eins sagen. Man kann auch nicht sagen, dass das stimmt, was der Westen oder was die eine Seite behauptet, weil Zugang zu Informationen, Zugang zu diesen Gräbern hatte nur die muslimische Seite in Bosnien. Solange sie nicht erlauben, dass alle im Konflikt beteiligten Parteien da gemeinsam das Prozess oder auch diese Beerdigung schaffen, dass auch neutrale Fachleute kommen, verstehe, ja, die das alles untersuchen, weil, sagen wir mal, ist bestimmt im Interesse der bosnische Muslime, so viele wie möglich Opfer zu verkaufen. Ich sage es absichtlich zu verkaufen, weil die haben nicht mal diese von 8000 Toten die Gräber aufgeführt. Das heißt, man kann nur, was weiß ich, einen Leichenfund als 10 Leichen, hat man 10 Knochen gefunden. Man kann böse damit spielen. Deshalb denken wir, um Friedensprozess in Gang zu setzen, da müssen sie alle beteiligen. Man muss konkret informiert werden. Man darf nicht mehr lügen. Man darf nicht einem unterstellen und diese Unterstellung als die Wahrheit verkaufen. Ja.
Und das ist der einzige Ausweg, denken wir, aus diesem Konflikt und aus dieser Problematik. Was aber hier schwierig ist in dem Fall, denn wie Marco das auch richtig geschrieben hat und spannend geschrieben hat, sind es ja auch dann Interessen von Geheimdiensten der unterschiedlichen Regierungen, die genau. da zum Tragen du hast kommen. Mir die Frage aus dem Mund genommen. Nee, wunderbar, wunderbar. Ich liebe es, wie gesagt, und du bist eine hervorragende Journalistin. Erstens gibt es ja das Thema Verdrehen der Dinge und dann Drittinteressen. Wenn sich jetzt ein künstliches Staatsgefüge, es gab ja Jugoslawien nie so, das wurde ja nach dem Weltkrieg einfach, Tito kam, das wie Sowjetunion gab es ja auch nicht, wurde einfach zusammengeschoben, so ihr seid jetzt Sowjetunion und fertig. Ein künstlich zusammengeschobenes Gefüge wird natürlich irgendwann, wenn sich Dinge verändern, aufbrechen. Jetzt kommt das Thema, die Medien im Ausland, die tun ja jetzt nichts, ich meine, ich kenne das nicht so, ich glaube, kannst du unterschreiben, einfach mal so aus dem Handgelenk. Sagen nicht, ach, jetzt schreiben wir mal, der ist ein Böser oder der ist ein Guter oder das sind die Bösen und das sind die Guten. Sondern da gibt es ja immer dahinter entweder Geheimdienste oder staatliche Interessen oder militärische Interessen oder wirtschaftliche Interessen. Also Leute, die von außen auf das Land einwirken und, wie du es hier geschrieben hast, die Medien zu ihren Handlangern machen, die dann willfähig, weil sie auch oftmals nur hier davon abhängen, dann genau das tun. Und da gibt es noch ein Wort drin, die Kumpels aus Drogistan. Drogistan, ja. Ja. Überall, wo Kriege sind, ist das Wort Drogen 1:1. Ich habe erst vor kurzem wieder die Berichte gezeigt, Militärtransporte nach Afghanistan, Rückflug, Flugzeug voller Opium, ne? Also irre, ne? Oder jetzt haben sie in Mexiko ist gerade ein Umschlagplatz für Westeuropa. Ja, vor Tagen, so. Vor wenigen Tagen habe ich es gezeigt, ist ein Flugzeug abgestürzt von der CIA. Die Bergungstrupps kamen an das Absturzgebiet, waren 400 Kilo Kokain drin. Ne? So, und jetzt sage ich, wie sollen die Menschen denn draußen noch irgendwann einen Respekt, eine Achtung gegen solche Organe haben, wenn immer offensichtlicher wird, dass hier eigentlich nur üble Geschäfte laufen. Und nochmal eine Frage zu dem Thema Medien. Wenn wir einfach wissen, dass mittlerweile über Drogen viele geheime Dinge finanziert werden, die in öffentlichen Etats gar nicht drin wären, also werden sie über dunkle Geschäfte finanziert. Wenn die Medien sich so einspannen lassen, zumindest die Öffentlich-Rechtlichen, sage ich mal, die nicht ausweichen können. Alle. Nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen. Also, da haben wir es genau aus berufenem Munde. Ja. Mit wenigen Ausnahmen, müssen wir dazu sagen. Immer mit wenigen Ausnahmen, natürlich. Ja, genau. Und wo ist denn das Thema Verantwortung? Also, ich will jetzt mal sagen, auch der Journalist, auch der Reporter, auch der Kameramann, auch der Redakteur, egal wer, alle haben doch Kinder, alle haben doch Familie, alle leben doch in der gleichen Gesellschaft. Wir leben doch nicht irgendwo auf dem Mond. Wie kann ich denn mit meinem Herzen und mit meinem Gewissen vereinbaren, eine Nachricht, die wissentlich falsch ist, ich weiß es einfach, ich krieg's gesagt, ich muss es tun, sonst habe ich meinen Job womöglich verloren, das ist ja der große Zwang in unserer Situation. Jetzt kommuniziere ich das und weiß, es ist die Lüge. Ich weiß, dass ich Millionen Menschen belüge. Wie leben die Leute denn? Also da Udo Ulfkotte, ein Kollege, ein Journalist, der lange Jahre bei der FAZ war, hat ja jetzt ein Buch herausgebracht, das heißt Gekaufte Journalisten. Habe ich letzte Woche vorgestellt. Ah, war er hier? Udo? Nein, er nicht, nur das Buch. Ja. Wir machen im Januar was zusammen. Ja, wunderbar, denn Udo kann natürlich auch genauso wie Marco oder auch wie ich aus dem Nähkästchen plaudern, der eben auch im Vorwort schon schreibt, ich schäme mich. Ich habe das mitgemacht, ich habe aber keine Lust mehr, ich mache es nicht mehr mit, deswegen habe ich die Seiten gewechselt und versuche aufzuklären, was er seit vielen Jahren tut. Der Grund, warum ich zum Beispiel hier Marco unterstütze, auch durch das Vorwort, ist, ich saß auf der anderen Seite, als diese zum Teil Propaganda veröffentlicht wurde. Das heißt, sie ist durch meinen Mund zum Teil geflossen. Und ich sehe, also ich bin sehr gläubiger Mensch, ich bin nicht kirchengläubig, sondern ich stehe allein in meiner Verantwortung vor Gott, vor unserem Schöpfer. Und willkommen im Club. Ja, und ich weiß, dass er mich auch eines Tages ganz persönlich zur Verantwortung ziehen wird. Also nicht er persönlich mich, sondern er mich persönlich. Und ich Rede und Antwort stehen muss. Und für jedes, das sagt Jesus schon, für jedes falsche Wort, das ihr gesprochen habt, werdet ihr zur Verantwortung gezogen. Und ich versuche zumindest jetzt durch mein nach draußen gehen zu sagen, Leute,
glaubt nicht alles, was euch gesagt wird. Prüft es selbst. Macht euch selbst ein Bild. Verlasst euch auf gar niemanden mehr, sondern macht euch selber ein Bild. Versuche ich auch meine Verantwortung, der ich zum Teil nicht gerecht geworden bin, als ich im System gearbeitet habe, heute, ich versuche es ein bisschen auszugleichen. Ich weiß nicht, ob ich es ganz hinkriegen werde, aber ich bemühe mich. Obwohl, in diesem Falle muss ich sagen, du hast da gesessen, warst ein Teil des Systems, aber dir wurden die Meldungen nur zum Vorlesen. Du warst eigentlich, Entschuldigung am Ausdruck, Verkäuferin. Ja. Du hast verkauft, wegen des Gesichtes und sowas. Aber im Prinzip, da gab es irgendein Schlitzohr oder ein schlimmer Mensch im Hintergrund, der sowas solche Meldungen geschrieben hat. Und von daher, wie gesagt, da kommen wir wieder, wie kriegen wir die Journalisten dorthin, dass sie mehr Verantwortung tragen? Also was ich schlimm finde, vor allem eigene Meinung. Wen interessiert meine Meinung? Möchte etwas berichten und zu sehen, wie das dazu kommt. Aber da muss sie vor Ort sein, da muss sie eine Seite fragen, zweite Seite fragen und dann irgendwie Fakten liefern, damit der Zuschauer zu Hause selbst überlegt, ja, wo liegt die Wahrheit, weil im Prinzip, das wenn ich drei, genau. Ich sage immer, bei meinen Reportagen haben die sich Spielchen gemacht, ja. Zum Beispiel noch 1990 vor dem Krieg, da gab es schon die erste nationale Auseinandersetzungen, da gab es keine Toten, aber da gab es schon Prügeleien, Schlägereien und ich hatte auf meiner Durchreise durch Bosnien bis unten an die dalmatinische Küste als Beispiel, drei Serben interviewt und fünf Kroaten. Und diese fünf Kroaten wurden dann von den Kollegen in Deutschland rausgeschnitten, die zur kroatischen Nation gehörten, und wurden in deren Reportage in Kroatien nur die drei Serben übrig gelassen. Und das heißt, sie haben aus meinem Beitrag einen typischen pro-serbischen Beitrag gemacht und haben mit Finger gezeigt, haben gesagt, guck dir mal, Marko Josilo sitzt in Belgrad. Und weil er nur in Belgrad sitzt, der berichtet pro-serbisch. Das ist und das ja sind, dreist, das sind oder? So Dinge meine, sein Name passiert. Steht ja drunter. Das beschreibt er muss da das ja, ja, ja du musst das ja ausbaden, sowas letztendlich. Habe ich auch ausgebadet. Ja. Da und ein Journalist soll ja immer eine neutrale Position einnehmen. Klar, ich bin Deutscher, kann nichts dafür, ich bin in Deutschland geboren, somit bin ich das. Deswegen berichte ich nicht pro-Deutschland. Das hat damit nichts zu tun, meine Nationalität. Wenn ich den Beruf des Journalisten wähle, dann bin ich allen Menschen verpflichtet. Und das muss ich umsetzen. Allerdings, daran halten sie nicht. Ja, alle Kollegen, klar, das wissen wir ja. Viele kommen aus gutem, aus Geldgier und denken, na ja, Auslandsberichterstattung bringt Geld. Viele kommen ohne Wissen, weil Problem ist auch vom Balkan zu berichten. Man muss Spezifikaten oder überhaupt die Eigenheiten ja, der ja, ja, Völker ja. da kennen, deren Geschichte, wie diese untereinander abgewickelt alles hat. Da kamen Leute, ich kann mich noch an einen Amerikaner erinnern, ja, der ist gekommen nach Belgrad, nach Serbien, weil Serbien liegt in Sibirien und weil ihm Sibirien gefehlt, er ist da Korrespondent. Oder ein Reporter von der Kuna sagte, ja, ich war an der Front. Wo waren Sie an der Front? Ja, bei Pančevo. Und Pančevo ist 18 Kilometer vor Belgrad. Das heißt, die wurden in ein Kombinat gebracht, landwirtschaftliches Kombinat. Da gab es üppiges Mittagessen mit viel Trinken. Und dann anschließend, so betrunkene Leute, haben die zurück nach Belgrad gefahren und sie glaubten, die waren an der Front und berichteten so für ihre Heimatredaktion. Aber meine gut, das waren die Ausnahmen. Aber generell denken wir auch heute, was in Ukraine passiert ist. Ich kann nicht heute sagen, wie zum Beispiel ARD-Korrespondent und sagen, ja, die Russen sind einmarschiert. Das sagte der Pressesprecher der ukrainischen Regierung. Der verkauft die Meinung der ukrainischen Regierung, der Pressesprecher. Der hat Interesse, dass die Russen zu beschuldigen. Aber ich darf ihn nicht zitieren. Das ist für meine Begriffe unverantwortlich. Ich glaube, Eva, du siehst das auch heute so. Ja, das spüren ja die Zuschauer auch. Weil es ist ja so, jeder Mensch hat eine Empfindung. Mhm. Ne? Die ist mal ganz fernab von allen logischen Fakten, die eben sowieso nicht mehr logisch sind, weil sie zum Teil falsch sind, wenn sie uns abends dargeboten werden oder leider, in der Zeitung. Ja. Und die spüren, da ist irgendwas faul. Die können das nur nicht greifen. Und was du gerade übrigens gesagt hast, diese verschiedenen Mentalitäten, das ist
Das hast du ja wahrscheinlich auch gesehen in dem Buch. Unglaublich, es ist ja ein unterhaltsames Buch. Es ist traurig, es ist Krieg, es sterben Leute, die Medien informieren falsch. Und trotzdem ist es ein lustiges Buch, weil Marco die Mentalität des Balkans so farbenfroh schildert und komisch, ja. Urkomisch zum Teil. Weißt du, was es für mich war? Eine Anleitung zur Überprüfung in Zukunft. Mhm. Es ist so gut geschrieben, dass, wenn Sie das lesen, liebe Zuschauer, zu Hause, dann werden Sie in Zukunft in der Lage sein, oftmals zu erkennen, wo getürkt wird und wo nicht. Weil es sind immer die gleichen Tricks, die angewandt werden. Alte Bilder werden in neue Situationen eingespielt. Kriegsbilder aus dem einen Krieg, die zufällig optisch ungefähr passen, werden genommen, um den zweiten Krieg darzustellen. Alle diese Dinge. Und dass sie sich vor allen Dingen nicht hineinmanipulieren lassen in eine Meinung, womöglich gegen eine ethnische Minderheit oder für eine ethnische Minderheit zu sein. Alle Menschen sind gleich. Das müssen wir nach wie vor mal in unseren Köpfen wieder hochrufen. Und wir dürfen uns nicht bewegen lassen. Denn überlegen Sie sich gerade, wie gesagt, ich als Deutscher weiß, wovon ich rede. Wir hatten so eine Situation schon mal, so in den 30er Jahren, wo auch immer wieder Medien Stimmung gemacht haben, was daraus geworden ist. Das haben wir 1945 dann alle gesehen. Wobei ich da auch nicht Partei ergreife. Ich sage nur, wehret euch den Anfängen. In dem Moment, wo Medien gleichgeschaltet werden, in dem Moment, wo Menschen gezwungen werden, vor Fernsehern, in Radiosendungen, im Internet, wo auch immer, Dinge zu sagen, hinter denen sie nicht stehen können und Dinge zu tun, die anderen in eine andere Richtung führen und das wissentlich, das ist wirklich verächtlich. Und da sind wir aber alle die, die gefordert sind, da eine neue Lösung zu finden. Wir können nicht unsere Verantwortung immer abgeben, zu sagen, ja, da ist der Journalist schuld und da ist der Redakteur schuld. Nein, Sie sind's doch. Sie gehen doch wählen. Sie entscheiden doch zu Hause, was Sie tun und was Sie lassen. Und Sie entscheiden, welche Informationen Sie aufnehmen und welche Informationen Sie weitergeben. Also vorsichtig sein in Zukunft, ob man gleich die Headline, die auf dem Boulevardblatt steht, annimmt oder ob man gleich die Schlagzeile aus der Nachrichten als Wahrheit akzeptiert und das womöglich noch weiterträgt. Das ist gefährlich. Das haben wir erlebt, wie gesagt, im Vorfeld des Krieges. Obwohl, wie gesagt, um Krieg zu ertragen und zu überleben, gesund im Kopf zu bleiben, da muss man alles mit einem gewissen Abstand und mit Lockerheit, also mit diesem bosnischen, auch schwarzen Humor, alles akzeptieren. Das ist erhalten geblieben. Wir haben hier Bilder, dass am Balkan nur irgendwelche Wilde herumlaufen, die sich gegenseitig umbringen. Nein, im Gegensatz, das sind wahnsinnig tolle Leute. Ich erzähle nur kurze Geschichte. Wir fuhren durch Kampfgebiet. Häuser brannten, lagen Tote neben der Straße und plötzlich stand ein Mensch per Anhalter im weißen Hemd und als ich angehalten habe, sagte, nee, ich will nicht in Ihr Auto einsteigen, da hielt ein alter VW Golf hinter mir. Ich will nicht Ihr Auto schmutzig machen. Ich dachte, weil es Schneematsch war mit Schuhen. Der Mann drehte sich um, auf einmal aus seinem Rücken 4 oder 5 Strahlen Blut. Der war durchgesiebt und der wollte zum Krankenhaus. Der hat uns eigentlich, als er uns angehalten hat, gefragt, können wir ihn zum Krankenhaus bringen? Šeković hieß er, Städtchen. Ne? Da habe ich gesagt, natürlich. Und als er meinen riesengroßen BMW gesehen hat, er sagte, nee, will ihr Auto nicht schmutzig machen. Also das ist dieser praktisch schwarze Humor oder dieser symbolische Leute. Ist angeschossen, Leute, blutet, für Blut macht sich Gedanken. Aber er will nicht mein Auto beschmutzen. Ja. Also praktisch so kann man nur ertragen. Allerdings vielen Kollegen ist es nicht gut bekommen. Viele wurden getötet. Wir haben es auch erlebt in allen Kriegen, dass Journalisten umkommen. Viele verwundet, aber viele sind auch rein seelisch zugrunde gegangen. Ich denke, wenn man viel Brutalität und Grausamkeiten sehen und miterleben muss, man muss nicht betroffen sein, alleine schon, dass du es miterlebst, ist ja unglaublich belastend, weil man fühlt sich ja immer schuldig, wenn du daneben stehst und tust nichts und bist, und als Journalist ist ja ganz schlimm. Du musst darüber berichten, kannst nicht eingreifen und stehst dem Elend Auge in Auge gegenüber. Also keine schöne Situation. Aber nochmal eine ganz andere Sache. Was denkst du denn, war die Ursache dieser Medienverdrehereien, dieser Aufhetzereien der Ethnie und der Volksgruppen gegeneinander? Warum konnte man dann nicht das unterstützen? Weil ich meine, es hat in Jugoslawien doch funktioniert. Also ich hatte zumindest den Eindruck, ich war mit meinen Eltern schon,
ich glaube, ich war in den Jahren, das kann man überlegen, 76, 77, 78. In der Zeit war ich, glaube ich, 4 oder 5 Mal unten, weil witzigerweise in der Militärpolizeieinheit, in der ich in Deutschland gedient habe, war mein Kollege mit einer Frau aus Vukovar verheiratet. Und deswegen habe ich das überhaupt reflektiert. Und ich glaube, Vukovar war ja eines der Zentren, wo fast alles platt gemacht wurde am Anfang. War ja ganz böse. Und Stary Jankowzi, ganz kleiner Ort da daneben und so. Und ich kenne diese ganze Gegend zufällig sehr genau, persönlich. Und habe damals unglaublich liebevolle Menschen kennengelernt. Egal, ob wir runter an die Küste nach Makarskar, das ist nördlich von Dubrovnik, waren. Liebevolle Menschen in Vukovar, in Belgrad, in Rijeka. Wir waren oft beim Segeln in Split und so. Ich habe nur tolle Menschen kennengelernt. Die eine waren Bosnier, die andere waren Kroaten, die anderen waren Serben. Wieso hat man diese Menschen können in so kurzer Zeit so gegeneinander aufbringen? Das ging auch eigentlich vom Außen allein. Reicht das nicht? Da muss man im Landesinneren Leute finden. Und das ist auch die Frage damit beantwortet, warum hat die jugoslawische Armee zum Beispiel bei diesem Auseinanderdriften des Landes nicht interveniert, wie Jaruzelski in Polen, 5 Jahre Militärdiktatur, und dann, wenn die ein bisschen Demokratieregeln gelernt haben, dann können die wieder weiterleben. Nein, erstmal die jugoslawische Armee wurde getrimmt gegen irgendeinen Feind von außen. Und ahnte nicht, dass ein Feind von innen kommt, dass es bestimmte Interessengruppen, Leute gibt, die für Geld auch eigene Mutter verkaufen würden. Okay. Ohne diese Leute funktioniert nichts. Das ist das Gleiche wie Maidan passiert. Da wurden auch Leute bezahlt, die da tagtäglich protestieren. So findet man auch praktisch Mitspieler. Aber generell, Jugoslawien ist praktisch nach Titos Tod im Mittelpunkt der globalen Interesse der Weltmächte gerückt. Aha. Das heißt, durch die Schwächung oder durch Zerfall der Sowjetunion, man sollte eigentlich vielleicht die Fehler nach dem Zweiten Weltkrieg korrigieren, dass Jugoslawien nicht mehr im westlichen Machtbereich oder Einflussbereich geblieben ist, dann hat man gesagt, ja gut, wenn wir Teile Kroatien und Slowenien, die sind sowieso pro-westlich, wenn wir die bekommen, dann kriegen wir auch die Reste des Landes. Und so praktisch im Gefüge dieser Machtinteressen. Mhm. Aber bevor die Nationalisten losmarschierte sind, gab es noch ein Druckmittel der internationalen Gemeinschaft oder des Westens, das ist der Internationale Währungsfonds, der hatte solche Modalitäten Jugoslawien aufgezwungen, dass 1990, wo die Leute wahnsinnig gut gelebt haben, plötzlich kein Brot zu essen hatten. Und da wurde gesagt, ja, das ist nicht der Westen, dass er euch kein Geld gibt, ihr verdient nicht Geld zum Beispiel in Zenica und bekommt diese Gutscheine ausgedrückt. Nein, die Kroaten sind schuld, die Serben sind schuld, die Montenegriner schuld. Und so begann diese praktische Spirale der Gewalt, wo gegenseitige Beschuldigungen, das ist wiederum diese Sendung mit 7 Wahrheiten. Da wurde in Pristina gesagt, ja, wir haben hier kein Brot. Da sind die alle anderen Republiken schuld, nur nicht wir. Alles so ist das gelaufen. Also, und dann haben die Medien natürlich ihr Spiel gespielt, die Kroatischen haben das hochgespielt, genau. Die Serbischen das, die Bosnischen das und so weiter. Und am Anfang war das wie praktisch fast wie ein Spiel. Ja, da haben diese Tagesblätter oder Klatschblätter einen Wettbewerb gemacht, wer wird gemeiner und bessere Lüge ausdenken, ohne zu ahnen, was es für Konsequenzen hinterher gibt. Leider ist unsere Sendezeit zu Ende. Ich hätte können noch Stunden mit euch, denn diese Thematiken sind ja Thematiken, wo die Menschen draußen besonders achtsam und interessiert werden. Warum? Weil, wie kann ich unterscheiden zwischen Fake und Realität? Und ich sage den Leuten immer, fangt an im Herzen zu denken. Denkt mit eurem Herzen mit und dann spürt ihr, dass das Unsinn ist. Ich sage vielen Dank, Marco. Alles, alles Gute. Wir werden das Buch bei uns im Shop vorstellen. Natürlich ist es über den Nebelhorn Verlag zu beziehen. Sie können es, liebe Zuschauer, auch, wie gesagt, über den Shop in jeder Buchhandlung, wenn Sie den Titel Wie Medien Krieg machen und den Autor nennen, den Marco Josilo, dann können Sie das natürlich auch in jeder Buchhandlung bestellen. Sie bekommen es direkt über den Nebelhorn Verlag oder über den Time-to-Do-Shop.
Eva Hermanns, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, ich darf dich noch öfter hier in der Schweiz begrüßen. Wir hätten da noch ein paar interessante Themen, sprechen wir im Anschluss mal drüber. Ganz, ganz herzlichen Dank auch für das tolle Vorwort, was du im Buch geschrieben hast und die Unterstützung. Euch beiden alles Gute in der Zukunft. Dankeschön. Danke auch. Bitteschön. Liebe Zuschauer, und für Sie heißt das, wenn Sie diese Lügen durchblicken wollen, wenn Sie einer sein wollen, der wirklich mit geraden Augen in die Realität schaut und auch erkennen kann, wenn man ihn vorführen will, dann gehört das zur Voraussetzung und zur Grundlektüre, um die Machenschaften zu hinterblicken. Ich hoffe, unter einigen Weihnachtsbäumen und Gabentischen wird es in diesem Jahr liegen. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Einen schönen Abend und eine wundervolle Nacht.